Ja, als ich Victor heute Morgen fragte, ob ich mich vorstellen muss, sagte er, sag einfach, dass ich sein angeheirateter Kleinkousin bin, dann wissen die Leute Bescheid. Ich hoffe, das hilft. Nein, ich bin Jörg Reger, ich bin 26, meine Frau und ich gehen in Heiden-Ollendorf zur Gemeinde. Wir dürfen dort seit einigen Jahren Jugendarbeit machen und heute dürfen wir gemeinsam in das Wort Gottes schauen. Darauf freue ich mich schon. Und wir dürfen uns gemeinsam mit der Himmelfahrt Christi beschäftigen. Vielleicht können wir die Präsentation einblenden. Ich habe das Thema mal meine oder eine Reaktion auf die Himmelfahrt Christi genannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach diesen großen christlichen Feiertagen, Weihnachten, Ostern, da fällt die Himmelfahrt doch eigentlich manchmal ja schon fast so ein bisschen hinten rüber, oder? Das ist irgendwie so ein kleiner Feiertag. Manchmal kommt es mir so vor, als würden wir das gar nicht so richtig beachten. Und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe dafür, warum unsere Gesellschaft diesen Tag zu einem Vatertag macht, an dem Männer ja sich unabhängig von ihren Familien einen Tag im Jahr richtig gehen lassen können. Wenn wir uns aber wirklich intensiv mit diesem Ereignis der Himmelfahrt befassen, dann werden wir feststellen, dass dieses Ereignis eben nicht einfach so hinten rüberfallen sollte. So wie der Titel der Predigt meine Reaktion auf die Himmelfahrt Christi lautet, so wollen wir heute ein besonderes Augenmerk darauf legen, wie haben eigentlich die Menschen reagiert, die damals dabei waren. Die Jünger Jesu, die diese Himmelfahrt miterlebt haben. Victor hat gerade schon den Text aus Lukas vorgelesen und darauf wollen wir uns heute auch vor allem konzentrieren. Die Himmelfahrt Christi, die wird an drei Stellen tatsächlich in der Bibel beschrieben. Victor, im Markus-Evangelium finden wir auch einen Vers, der die Himmelfahrt beschreibt. Wir wollen uns heute aber wirklich vor allem auf den Text in Lukas konzentrieren. Ich werde das ein oder andere Mal auch auf die anderen beiden Stellen zurückgreifen. Das heißt, wenn ihr eure Bibeln parat habt, schaut gerne mit rein. Aber ich möchte gerne nochmal den Text aus Lukas 24 vorlesen. Ja, vielleicht schaltest du einfach weiter, Thomas. Der Präsenter scheint nicht zu funktionieren. Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Jesus führt seine Jünger hinaus aus der Stadt. Und wie reagieren die Jünger auf dieses Ereignis, auf diese Himmelfahrt? Welche Aussagen finden wir hier im Text? Wir finden, dass sie sich anbetend vor ihm niederwarfen. Anschließend kehrten sie mit großer Freude zurück nach Jerusalem. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Und wir wollen uns heute vor allem auf die ersten beiden Punkte konzentrieren. Die Anbetungshaltung der Jünger und diese große Freude, die sie empfanden, nachdem sie die Himmelfahrt erlebt hatten. Als die Jünger sehen, dass Jesus in den Himmel auffährt, fallen sie vor ihm nieder. Sie beten ihn an, so lesen wir es im Lukas-Evangelium. Und diese Haltung der Jünger, die begegnet uns in der Bibel vor allem dann, wenn sie ein großes Wunder erlebt haben, wenn sie gemerkt haben, boah, dieser Jesus, der ist außergewöhnlich. Und wenn wir uns die Himmelfahrt anschauen, das Ereignis der Himmelfahrt, dann ist diese Haltung absolut angebracht. Und wieso diese Anbetungshaltung angebracht ist, verstehen wir, wenn wir uns anschauen, was da eigentlich passierte. Bei der Himmelfahrt nimmt Jesus, so wie David es auch schon sagte, einen neuen Platz ein. Er nimmt seinen rechtmäßigen Platz ein. Im Bericht von Markus lesen wir folgende Worte. Markus 16, Vers 19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Markus berichtet, dass Jesus nicht einfach nur die Erde verließ. Er setzte sich zur Rechten Gottes. Jesus ist nicht einfach nur von der Wolke aufgenommen worden und schwebt mittlerweile seit ganz, ganz vielen Jahren irgendwo im Weltall umher, sondern er hat einen Platz eingenommen. Und diese Tatsache allein ist Grund genug für die Anbetungshaltung der Jünger. Und diese Tatsache, und hier möchte ich den Fokus gerne direkt schon auf uns legen, sollte auch Grund genug sein für dich und für mich, diesen Jesus anzubeten. Ich möchte gerne ein paar Minuten nutzen, um den Fokus ganz bewusst auf Jesus, unseren großen Herrn, zu lenken. Lasst uns gemeinsam schauen, wie Jesus war. So wie das Orchester auch schon in den einzelnen Stücken und so wie Victor das eingangs sagte, Jesus groß machen will, Gott loben will, so wollen wir das auch tun.
In Philipper 2, in den Versen 5 bis 11, beschreibt Paulus sozusagen den Werdegang von Jesus Christus. Er will vor allem auf die demütige Gesinnung unseres Herrn hinaus und beschreibt so die einzelnen Stationen, die Jesus ausgefüllt hat. Ich zitiere mal frei: Jesus war Gott gleich im Himmel, er hielt nicht fest an dieser Gottheit, er gab die Herrlichkeit beim Vater auf, er kam auf die Erde, wurde ein Mensch, er erniedrigte sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und vergleicht man diesen Werdegang, wenn ich es mal so nennen darf, Jesu mit einer klassischen Karriere hier auf der Erde, dann ist das doch eigentlich immer wieder ein neuer Rückschritt, oder? Das ist doch nichts Erstrebenswertes. Wenn wir an Karriere denken, dann ist doch das nicht das, was man sich vorstellt. Jesus lebte uns eine unendliche Demut vor, indem er diesen Weg freiwillig ging, nicht gezwungen, sondern freiwillig gab er sich selbst hin. Im Laufe dieses Gottesdienstes, und da hat Victor auch immer wieder drauf angespielt, wurde uns nochmal ganz bewusst dieses Evangelium vor Augen geführt. Da war am Anfang diese wunderbare, harmonische und perfekt von Gott geschaffene Welt. Und dann kommt die Sünde durch uns Menschen in die Welt. Und diese wunderbare Welt wird zerstört. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wird zerstört. Und doch ist da dieses Lamm Gottes, Jesus Christus. Er kommt freiwillig auf diese Erde, er erniedrigt sich bis aufs Äußerste, um diese Gemeinschaft zwischen dir und Gott, zwischen dem Mensch und Gott wiederherzustellen. Und das Spannende ist, und das finde ich so wunderbar, im Philipperbrief, wenn wir weiterlesen, weist Paulus uns auch darauf hin, dass es nicht für immer so weiterging mit Jesus. Also es folgte nicht nur Rückschritt nach Rückschritt nach Rückschritt und es ging immer so weiter, sondern Paulus beschreibt in Philipper 2, die Verse 9 bis 10, darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bis zu seinem Tod hatte sich Jesus immer wieder erniedrigt. Er hat Schande, Spott und Schmerzen auf sich genommen, um für uns den Weg zum Vater wieder frei zu machen. Er gab alles hin, damit diese von Gott gewollte und von Anfang an entstandene Gemeinschaft wiederhergestellt werden konnte. Und ab dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, beginnt, wenn ich es so nennen darf, der neue Werdegang Jesu. Er besiegt den Tod, indem er aufersteht, und mit der Himmelfahrt passiert das, von dem Paulus spricht, als er sagt, dass Jesus erhöht wird. Jesus nimmt den Platz ein, der ihm rechtmäßig zusteht. Er kam vom Vater im Himmel, er gab all die Herrlichkeit auf, die er beim Vater hatte. Und als dieser Plan des Vaters erfüllt war, nimmt er wieder seinen rechtmäßigen Platz als Herrscher der Welt zur Rechten des Vaters im Himmel ein. Wisst ihr, bereits im Alten Testament, im Buch Daniel, wird diese Himmelfahrt Jesu prophezeit. Daniel sieht genau das, was die Jünger auch sehen. Lasst uns einmal den Vers aus Apostelgeschichte 1, Vers 9 erstmal anschauen, wo Lukas die Himmelfahrt beschreibt. Und er sagt, und als er dies gesagt hat, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das schreibt Lukas in der Apostelgeschichte. Und wenn wir uns das Buch Daniel anschauen, dann finden wir dort in Kapitel 7, die Verse 13 bis 14, folgende Vision, folgendes, was Daniel sieht. Er sagt, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Es ist, als würde Daniel die gleiche Situation beschreiben, die auch die Jünger gesehen haben, nur aus einer anderen Perspektive, oder? Die Jünger sehen, wie Jesus von einer Wolke aufgenommen und in den Himmel gehoben wird. Und Daniel sieht, wie dieser Jesus mit der Wolke vor Gott gebracht wird. Der Sohn des Menschen. Er wird auf seinen rechtmäßigen Platz als Herrscher der Welt gesetzt. Er nimmt diesen Platz als Herrscher ein. Die Zeiten der Demütigung für Jesus sind abgeschlossen. Und er, der sich vollkommen hingab und vollkommen demütigte, um dir und um mir Leben zu geben, wird nun endgültig vor Gott erhöht. Wir lesen davon, dass er eine Herrschaft verliehen bekam, die für immer bleibt. Wir lesen, dass alle Völker diesem Jesus dienen werden.
Die Himmelfahrt zeigt uns ganz klar, Jesus Christus ist der König der Könige. Er steht hoch über allem. Aber was ist er für ein Herrscher? Ist es nicht so, dass wir aus der Menschheitsgeschichte wissen, dass große Könige, große Herrscher, die die alleinige Macht haben, diese auch ganz, ganz oft missbrauchen, wenn sie böswillig sind, wenn sie tun und lassen, was sie wollen? Wisst ihr, die wunderbare Botschaft ist, Jesus Christus ist nicht so ein böswilliger Herrscher. Denn diese demütige Gesinnung, die er uns bewiesen hat, als er auf die Erde kam, die Paulus im Philipperbrief beschreibt, ist weiterhin Teil von ihm. Er gibt das ja nicht auf. Diese bedingungslose Liebe, die ihn dazu brachte, all die Demütigungen auf sich zu nehmen und schließlich sein Leben zu geben für dich und für mich, sie gehört weiterhin und unverändert zu ihm. Das ist dieser König, das ist dieser Herrscher. In der Vorbereitung las ich einen Artikel über die Himmelfahrt, aus dem ich gerne eine kleine Passage zitieren möchte. Armin Baum schreibt hierzu: Unsere Welt leidet zutiefst daran, dass die Mächtigen zu lieblos und die Liebenden zu machtlos sind. Aus christlicher Sicht wird diese Ausweglosigkeit nur durch die Himmelfahrt Jesu überwunden. Durch die Himmelfahrt empfängt der eine, der durch das Opfer seines Lebens die maximale Feindesliebe verkörpert, die maximale Herrschaft. Er ist zugleich Lamm und Löwe. Unbegrenzte Liebe und unbegrenzte Macht finden zusammen. Aufgrund seiner Himmelfahrt hat Jesus die Autorität, das vollkommen Schöne, Wahre und Gute endgültig durchzusetzen. Die Jünger waren Zeugen dieser Thronbesteigung Jesu Christi. Und sie können gar nicht anders, als sich anbetend vor ihm niederzuwerfen. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für dich ganz persönlich heute? Mit der Himmelfahrt setzt sich der, der sein Leben für dich gab, auf den Thron, um die Welt zu regieren. Er, der mit der Himmelfahrt seinen rechtmäßigen Platz im Himmel einnimmt, er hat auch den Anspruch, dein Leben zu regieren. Er hat auch den Anspruch, in deinem Leben König zu sein und auf dem Thron zu sitzen. Der Herrscher des Himmels und der Erde, er gab sich selbst hin als Geschenk für dich. Und wenn du dieses Geschenk angenommen hast, dieses Geschenk am Kreuz, dann fordert Jesus dich ganz klar auf, ihm auch die Herrschaft über dein Leben zu geben. Den Tod Jesu für sich in Anspruch nehmen und im Anschluss die Autorität verweigern, die Jesus von Gott bei der Himmelfahrt zugesprochen bekommt, das kann nicht funktionieren. Lasst uns, wenn wir auf die Himmelfahrt Jesu, wenn wir auf Jesus schauen, gemeinsam mit den Jüngern niederknien und ihn anbeten. Und lasst uns jeden Tag neu diese Herrschaft, die ihm zusteht, Jesus zusprechen. Denn er hat es verdient und ihm steht es zu. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, zu der zweiten Reaktion der Jünger Jesu. Große Freude. Sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Eine Reaktion, und das muss ich sagen, die für mich im ersten Moment eigentlich nicht wirklich logisch ist. So wie David das auch schon ansprach, waren die Jünger traurig, als Jesus ankündigte, dass er nicht mehr da sein wird. Musstet ihr euch schon mal von einem nahestehenden Menschen verabschieden? Ob für immer oder auf Zeit? Wenn uns Menschen nahestehen, dann wollen wir doch möglichst viel und möglichst intensiv Zeit mit ihnen verbringen, oder? Liebgewonnene Menschen möchten wir nicht verlieren. So sind wir Menschen. Und ich glaube, ich kann behaupten, dass Jesus für die Jünger ein sehr nahestehender Mann war. Ein guter Freund. Circa 3 Jahre zuvor trat er in dieses Leben der Männer und er hat das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Sie haben ihre Familien zurückgelassen, sie haben ihre Arbeit zurückgelassen und sie sind Jesus nachgefolgt. Sie haben ihr ganzes Leben umgekrempelt. Sie erlebten große Wunder und sie waren gute Freunde, glaube ich. Und da war er, nachdem er schon gestorben war, doch tatsächlich wieder auferstanden und wahrscheinlich könnte die Freude gar nicht größer sein. Und plötzlich ist er tatsächlich weg. Und die Reaktion ist große Freude. Woher kann diese Freude kommen? Sie muss doch daher kommen, dass Jesus sie zuvor auf die Himmelfahrt vorbereitet hatte, oder? Und Jesus hatte tatsächlich einige Dinge angekündigt, die mit der Himmelfahrt passieren. Und hier möchte ich gerne zwei Punkte vor allem mit uns kurz betrachten. Und ich möchte gerne eine weitere Textstelle hinzunehmen. Und zwar ist das Johannesevangelium, Kapitel 14, die ersten 3 Verse. Da sagt Jesus zu den Jüngern, kurz vor seiner Gefangennahme: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt.
Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus nennt hier zwei Dinge, die den Jüngern nach seiner Himmelfahrt einen Grund zu großer Freude geben können. Er bereitet Wohnungen vor und er wird wiederkommen. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Jesus bereitet Wohnungen vor. Was für eine Hoffnung, richtig? Jesus geht zum Vater, um für dich und für mich, sofern du das Geschenk Jesu am Kreuz angenommen hast und ihm dein Leben übergeben hast, Wohnungen vorzubereiten. Du hast die Hoffnung, dass du einmal bei Gott sein darfst und dein Platz im Himmel ist schon reserviert. Was für eine wunderbare Perspektive. Mit der Himmelfahrt Jesu begann der Bau an deinem ewigen Zuhause. In unserem Kulturkreis, und ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues, ist es doch eine große Errungenschaft, ein Eigenheim zu besitzen, oder? Ein Haus zu bauen oder ein Haus zu kaufen. Und man macht sich Gedanken, wie sein eigenes Haus aussehen könnte. Und dann findet man ein Grundstück, dann baut man dieses Haus. Und am Ende steht man davor und es ist dieses massive Bauwerk, was irgendwie nichts erschüttern kann. Da kann jeder Sturm kommen, der will, unser Haus wird stehen bleiben. Zumindest hat man doch, um jetzt mal realistisch zu bleiben, für die nächsten 10 bis 15 Jahre wahrscheinlich Ruhe, oder? Aber spätestens dann merken wir doch, dass das eben nicht für die Ewigkeit gebaut wurde. Da muss vielleicht irgendwann das Dach neu gemacht werden, dann muss die Heizung vielleicht neu gemacht werden. Und all die Materialien, die so gut waren, als wir sie verbaut haben, lassen irgendwie nach. Wie sieht es aber mit dieser himmlischen Wohnung aus, die Jesus da für uns vorbereitet? Ein Freund sagte einmal im Gespräch, wie gut, dass unser Herr ein Zimmermann war. Die Wohnungen werden sicherlich ganz, ganz gut. Da ist sicherlich auch tatsächlich was Wahres dran, aber nicht, weil Jesus das Handwerk des Zimmermanns hier auf der Erde gelernt hat, sondern weil er der König der Welt ist, weil er der Herrscher der Welt ist, der diese Welt gemacht hat und der alles in seinen Händen hält. Jesus kümmert sich höchstpersönlich um deine Unterkunft im Himmel. Er baut für die Ewigkeit. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 2, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Paulus macht hier ganz klar, unsere irdischen Wohnungen und Häuser, ja sogar unser Leben hier auf der Erde, sind nur ein billiger Abklatsch von dem, was Jesus im Himmel für uns errichtet. Paulus nutzt hier den Vergleich zwischen einem Zelt und einem Haus. Was wir hier auf der Erde haben, ist wie ein instabiles und unsicheres Zelt im Vergleich zu dem wunderbaren, großartigen Bauwerk, das Jesus dort in der Ewigkeit für uns errichtet. Sicherlich auch das nur ein schwacher Vergleich, aber der hilft uns sicherlich, diesen Unterschied etwas mehr zu greifen. Und vielleicht geht es dir so, wie Paulus es beschreibt, dass du in diesem irdischen Zelt seufzt. Vielleicht machen dir die vielen Nachrichten von Krieg, Leid und Tod große Angst. Vielleicht machst du dir Sorgen darum, wie du in ein paar Jahren über die Runden kommen wirst, wenn die Inflation kommt. Vielleicht erlebst du auch in deinem nahen Umfeld oder auch du selber Krankheit, Tod, Schmerzen. Dann darf ich dir große Hoffnung machen. Du darfst nämlich voller Freude darauf schauen, dass Jesus Christus dir eine unvergängliche Wohnung im Himmel vorbereitet. Und dort wird all dieses Leid, all der Schmerz, Krieg und Sorge wie weggefegt sein. Jesus sagt doch in Johannes, bevor er erklärt, dass er diese Wohnung vorbereitet wird, er sagt doch, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und zwei Kapitel weiter, in Johannes 16, sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zusagen, an die wir uns klammern dürfen. Zusagen, die uns große Freude schenken dürfen. Die Himmelfahrt Jesu lenkt unsere Blicke auf zu ihm. Sie lenkt unsere Blicke weg von dem Leid dieser Welt. Hin zu der Ewigkeit, in der wir eines Tages mit ihm gemeinsam sein dürfen. Und weil wir Menschen doch immer wieder eine Hilfe brauchen, um uns das in Erinnerung zu rufen, um uns diese schönen Dinge vorzustellen, gibt uns der Herr sein Wort, indem er genau diese kommende Herrlichkeit offenbart und beschreibt. Ich möchte gerne Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4 lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes,
sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was für eine Hoffnung. Darauf dürfen wir uns freuen. Darauf darfst du dich freuen, wenn du das Geschenk Jesu, was er dir am Kreuz gemacht hat, angenommen hast. Kommen wir noch ganz kurz zu einem weiteren Grund zur Freude, den wir durch die Himmelfahrt Christi erleben dürften. Jesus verheißt seinen Jüngern, ich komme wieder. Der Abschied Jesu von seinen Jüngern ist kein endgültiger Abschied. Wisst ihr, ich war die letzten beiden Wochenenden jeweils nicht zu Hause. Das eine Wochenende war ich mit Freunden unterwegs und das andere waren wir mit den Jungs aus der Jugend auf einer Freizeit. Und somit habe ich die letzten zwei Wochenenden jeweils ohne meine Frau verbracht. Und als wir uns verabschiedeten, sagte meine Frau, ich glaube wirklich tatsächlich bei beiden Abschieden, sagte sie, ich freue mich schon auf Sonntag, wenn du wiederkommst. Ein Abschied ist doch nur halb so schlimm, wenn wir wissen, dass wir uns wiedersehen werden, oder? Und genau diese Perspektive gibt uns Jesus auch mit seiner Himmelfahrt. Er geht nicht einfach nur weg. Er ist nicht einfach nur abwesend. Sondern er gibt uns die Perspektive, dass er wiederkommen wird. Und wir haben gerade voller Überzeugung, so durfte ich das von hier vorne hören, gesungen, bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Daran dürfen wir uns festhalten, an dieser Zusage, Jesus kommt wieder und er kommt bald. Darüber hinaus gibt uns Jesus die Zusage, dass selbst wenn er leiblich nicht mehr anwesend ist, so wie ihn die Jünger erlebt haben, als Mensch aus Fleisch und Blut, trotzdem immer bei uns sein wird, dass er uns seinen Beistand, den Heiligen Geist geben wird, der mit uns geht. Die Himmelfahrt Jesu gibt uns Grund zur Freude, weil sie uns eine Ewigkeitsperspektive gibt. Sie zeigt uns auf, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht endgültig ist, sondern dass das, was danach kommt, viel, viel schöner und viel, viel herrlicher sein wird. Ich möchte gerne kurz abschließen. Wie reagierst du auf die Himmelfahrt Christi? Die Jünger, sie fielen anbetend nieder. Sie waren voller großer Freude. Und anschließend waren sie alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ich glaube, wie die Jünger es taten, sollten auch wir Jesus Christus anbeten. Wir sollten ihm die Autorität als Herrscher dieser Welt anerkennen und sollten sie auch in unserem Leben einräumen. Wir sollten, glaube ich, voller Freude unseren Blick darauf richten, was noch kommen wird. Auf all das, was Jesus uns verheißen hat. Und wir sollten uns immer wieder, so wie die Jünger es taten, als sie alle Zeit im Tempel waren, immer wieder in die Gegenwart Gottes begeben und ihn anbeten. Ich wünsche uns, dass das Gedenken an die Himmelfahrt Christi nicht einfach so hinten rüberfällt, sondern dass es uns eine Ewigkeitsperspektive gibt und dass wir immer wieder, wenn wir daran denken, in die Anbetung unseres großen Gottes kommen. Ich wünsche dir, dass die Reaktion der Jünger auf die Himmelfahrt Christi auch deine Reaktion sein kann. Amen.